Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Abonnenten-Special. Ja, ich habe es geschafft, ich habe über 80 Abonnenten. Ich bin so stolz auf mich. Auch wenn viele jetzt meinen bestimmt, das sind nicht viele, aber für mich sind das schon einige, weil ich bin normalerweise solche Zahlen nicht gewöhnt. Und für mich ist es auch schön, auch wenn ich nur klein wachse, reicht es mir wirklich vollkommen aus. Und zwar habe ich mir heute vorgenommen, werden wir in diesem kleinen Abonnenten-Special Pokémon Stadium 1 spielen. Und dort einen Cup im R2 angehen, den ich sehr gerne habe. Und um diesen Cup handelt es sich um keinen anderen als wie den Pika Cup. Ein Turnier für Pokémon niedrigen Levels. Die richtige Strategie ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Ja, das Pika spielt den Pika Cup. Das ist so kreativ, aber es ist einfach mein Lieblings-Cup hier raus. Und hier muss man sich auch wirklich gut anstrengen und es ist nicht so schlimm wie in Stadium 2 mit dem Challenge Cup, den ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeiten, weil ich jetzt keine Edition angebracht habe, da ich zurzeit auch wirklich keinen Spielstand hat, würde ich Pokémon verwenden können, indem wir das registrierte Team verwenden, das ich früher mal gemacht habe, oder wir uns Leih-Pokémon ausruhen können. Diese werden dann alle Level 15. Sind nicht alle wirklich das Beste, was man erkennen kann, dass Quapuzzi bessere Attacken hat als Quapo. Aber Quaps ist sowieso awesome. Also nehmen wir das Team, was ich früher mal registriert habe. Damit kommen wir sehr gut durch. Wir schauen uns das mal an. Und zwar wäre hier mein Akani, das ich mir damals gemacht habe. Mit Body Slam, Schaufler, Flammenwurf und Doppelteam. Dann mein Starmie mit Psychokinese, Surfer, Eisstrahl und Donnerblitz. Dann mein Bisaknoss mit Zerschneider, Megasauger, Egelsamen und Rankenhieb. Wenn sich jetzt jemand fragt, wieso dieser Knopf keine Giftattacke kann, das sollte sich daher leicht äußern, da dieser Knopf in der ersten Generation nicht wirklich Giftattacken erlernt. Toxin. Giftpuder. Also bitte schließt jetzt nicht, wir sind hier wirklich in der ersten Generation, also schließt bitte nicht auf die sechsten. Ich habe nicht so viele Attackenmöglichkeiten in der ersten Gen. Dann hätten wir mit dabei mein spezielles Raichu mit Donnerblitz, Ruckzuckhieb, Surfer und der Donnerwelle. Einfach nur zum fucking off. Ja, Surfer ist auch eine Sache, die man hier in Stadium 1 mit seinem Pikachu machen kann. Dazu findet ihr eigentlich ziemlich viele Anleitungen, aber ich kann es euch sagen. Und zwar müsst ihr dafür bis zur Runde 2 spielen, in den Premium Cup gehen und Pikachu mit in den letzten Kampf nehmen. Es ist da auch egal, an welcher Stelle euer Pikachu ist, erste, zweite oder dritte Stelle. Und wenn ihr den letzten Kampf gewonnen habt, werdet ihr gefragt, ob ihr einen Pikachu Server beibringen wollt. Das funktioniert nur in Stadium 1, so viel ich weiß, in Stadium 2 habt ich es bis jetzt noch nicht gesehen. Wenn ich mich irren sollte, könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben. Und dann habe ich hier noch zwei Pokémon aus der Auswahlliste. Aber diese sind eigentlich sehr gut, deswegen habe ich sie mitgenommen. Und zwar wäre das hier Kadabra mit seiner Psychokinese, Metronom, Doppelteam und Geowurf. Und Nidoking mit Giftstachel, eine der besten Giftattacken damals, was sehr traurig ist. Erdbeben, Blubstrahl und dem Doppelkick. Ja. Und ich würde sagen, mit diesem Team starten wir mal durch. Ah, Pika Cup, so viele Kindheitserinnerungen. So, ich nehme hierfür mit mein Akani, Starmie und Kadabra. Reicht locker aus für dieses Team. Weil Akani rackt sie alle. Ein Pokémon-Turnier speziell für leidenschaftliche und talentierte Jungs. Ah. Ich muss dazu sagen, das sind wirklich die Pokémon-Modelle, die mir richtig sehr gefallen, im Gegensatz zum Battle Revolution, weil die da so komisch gummiartig aussahen. Und ich finde es einfach nur so anmutig, wenn Akane hier angreift. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Sieht's auch nicht. Ciao, Smetbo. Seht euch dieses Akani an. Ist es nicht anmutig? Oh Gott, Porenta ist in der Generation sehr gefährlich mit seinem Schlitzer. Wie jeder nämlich wissen sollte, ist Schlitzer in der ersten Generation genauso wie Rasierblatt und Karateschlag eine Attacke, die immer Volltreffer erzielt. Immer. Durchgehend. Das war eine schwache
Aber jetzt kriegen wir den Flammenwurf-Crit. Ja! Tschüss, Porenta. Ich sag ja, Akani rackt sie alle. Da, 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 da. Natürlich muss man dazu sagen, ist der Pika Cup in seiner Sache her auch ein bisschen seltsam, weil hier auch Pokémon auftreten können, die normalerweise eigentlich in dieser Level-Kategorie nichts zu suchen hätten. Zum Beispiel Rizeros, weil wir, wie wir ja alle wissen, Rizeros sich erst sehr, also Rihorn sich erst sehr spät zu Rizeros weiterentwickelt. Und das sind solche kleinen Eigenheiten dieses Cups. Naja, man hat auch damals nicht sehr viel Auswahl zwischen 151 Pokémon, wenn man sämtliche Legendären wegsperrt und nur bis zu der maximal Zweitentwicklung, aka Steinentwicklung, verwendet, nicht? So, der Felsenorden ist schon mal unser. Wir haben ein Continue und es geht weiter. Gegen Shortsträger. Sehr interessantes Team. Ich weiß aber auch schon, was ich mitnehmen werde. Nein, jetzt habe ich mich verdrückt. Und zwar kommt jetzt mal mein Raichu in Einsatz. Und wie gesagt, mit Boden-Pokémon ist es mit diesem Raichu echt lustig. Es ist die Schillerlocke. Wechselst du aus oder bleibst du drin? Na, er bleibt drin. One-Shot. Ich muss auch dazu sagen, es ist sowas, was mir irgendwie in den neuen Kämpfen ziemlich fehlt, dass es kein Kommentator mehr gibt, der so richtig geile Kommentare abgibt. Nö. Ein kraftvoller Angriff. Das hat gefettert. Was ist das? Das ist schmerzhaft. Ein böser Treffer. Dam, dam, da, da, da. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Nur schade, dass keine Erdbeben eingesetzt hat. Ha, ha, ha. Der Blitz war so flach. Ein guter Treffer. Wow, auf die Bretter. Jemand mal ein Brett, damit wir es drauflegen können. Ha, ha, noch flacherer Witz. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Oh ja, jetzt wird's spaßig. Auswechseln? Warum? Der Kampf ist nun sehr einseitig. Auch wieder eine sehr schöne Animation. Genau auf die Schwachstelle. Natürlich ist die von Pikachu mit dem Surfbrett sowieso Kultstatus. Aber die von Raichu mit dem Surfen auf dem Schweif finde ich auch sehr schön. Und das war auch schon der zweite Kampf, den wir gewonnen haben. Geht sehr gut los, aber wir sollten uns nicht so arg im Siegessinne wagen, wann ja, Pika Cup hat gegen Ende wirklich eklige Threads drin. Richtig eklige Threads. Ein Schwimmer. Ah. Da ist es für mich ziemlich klar. Ja. Da haben wir mal wieder gesehen, was das Problem auch am Pika Cup ist. Wir dürfen das Level 50 mit unseren Pokémon nicht überschreiten. Deswegen ist es leider nicht wirklich nicht so einfach, sein Team zu wählen. Und deswegen rate ich euch auch, im Pika Cup kein Pokémon auf Level 20 mitzunehmen. Das funktioniert einfach nicht. Ihr müsst dann immer ein Level 2 und Level 15er mitnehmen und ihr kommt dann mit der Rechnung nicht auf. Da 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 da
Oh, es überlebt beim KP. Troll-KP ist back. Was zur Hölle? Ey, wenn jetzt der Freeze kommt, reg ich mich auf. Ja, egal. Zeit für Steel Move. Ruckzucki. Oh, Lamos. Physisch sehr gut, defensiv speziell eher weniger. Obwohl, in dieser Generation ist das was anderes. Denn in der ersten Generation, müsst ihr wissen, ist der Spezialverteidigungswert und der Spezialangriffswert ein Wert zusammen. Das bedeutet, die addieren sich beide zusammen. Und wenn man dann Amnesie oder so erst eingesetzt hat, ist es echt eklig. Und ich glaube, hier werden wir gerade gerackt. Autsch. Yep, wir wurden gerackt. Naja, jetzt kann ich euch ja mal den wunderschönen Auswahlscreen zeigen. Außerdem eine Sache, wo ich sagen muss, die ich an Pokémon Stadium auch noch richtig geil finde, ist... Und ich glaube, das geht... schade. Es geht nur beim zweiten Teil. Jedenfalls könnt ihr den zweiten Teil nämlich, wenn ihr das Steuerkreuz verwendet, anstatt die C-Tasten, nachgucken, was die Attacken machen. Also wird dann beschrieben, Donnerblitz, so und so viel Stärke, hat so und so viel Chance, den Gegner zu paralysieren und so. Und das finde ich ziemlich interessant. Das ist aber, glaube ich, erst ab Stadium 2 drin. Ein bisschen schade. Oh, Seemon, ein böses Pokémon zu dieser Generation. Ich hab mich verklickt. Nein! Das ist gar nicht so schlecht. Da. Genau auf die Schwachstelle. Und das war's. Yep. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Kampf 3 gegen Goofus aus, leider keinen weiteren Continue. Das Jugo musste ja unbedingt mit einem KP überleben. Weil nämlich ein Erdbeben von Lamos hätte ich locker getankt. So, hier ist natürlich die klare Wahl, was ich hier mitnehmen werde. Wie gesagt, Leute, es ist nicht so einfach, was man hier macht. Weil ihr dürft halt den Wert von Level 50 nicht überschreiten. Hi, Onyx. Aber ich muss sagen, das Team, was ich mir damals gebaut habe, ist es wirklich das beste Team, um hier im Pika Cup gut zu bestehen. Denn man kommt eigentlich sehr schön durch. Der Lichtstelle ist 2 gegen 3 Pokémon. Ja, ich mag den Kommentator. Oh, Surfer Crit. Das meddert. Nicht schon wieder Troll-KP. Was ist hier los? Ja, jetzt auch noch mein Spezialwert runter. Das muss ich sagen, ist extremst eklig in der ersten Generation, wenn euer Spezialwert getroppt wird. Weil ihr dann nicht nur Spezialangriff verliert, sondern auch Spezialverteidigung.
Aber diese Trollkappe, das ist jetzt schon der zweite. Irgendwas will mir der Cup doch wieder sagen. Wahrscheinlich, dass ich jetzt in der nächsten Zeit auch nicht auf die Nase kriegen werde. Oh yeah. Was euch hier vielleicht auch aufgefallen sein könnte, ist, dass wenn Pokémon hier in Pokémon Stadium 2 oder 1 Spitznamen tragen, sich ihre Farben ändern. Bitte verwechselt das jetzt hier nicht mit Shiny-Farben, sondern es ist ein kleiner Easter Egg-Gag, den sich die Programmierer haben einfallen lassen. Und ich muss sagen, da kommen sehr interessante Farben raus und viele der Farben hätte ich auch gerne als Shiny gehabt. Aber wir kritten hier ein bisschen zu viel. Ich habe Angst. Irgendwie, das wird mir am Ende böse aufstoßen. Warum meine Pokémon keine Spitznamen tragen, kann ich auch sagen. Ich hatte es damals nicht so mit Spitznamen. Das hat sich erst so später ein wenig eingeschaukelt. Und was haben wir hier? Holy shit. Werde ich das mitnehmen? Werde ich das mitnehmen? Und bleibt mir eigentlich keine andere Wahl. Zweite Hälfte des Turniers beginnt. Die Sache wird langsam spannend. Auf in die fünfte Runde. Oh nein, nicht der Mittelfinger im Gesicht von uns allen. Aber hier könnte man eigentlich was Lustiges machen mit Schaufeln, nämlich das funktioniert noch. Psychokinese. Ihr müsst wissen, es ist eine der stärksten Attacken, die Gengar in dieser Zeit einsetzen konnte. Ein kraftvoller Angriff. Ja, ein Treffer. Boah, hat das eine Spezialdef. Akali, ich glaube an dich. Sie schenken sich wirklich nichts. Das war ein Konfusstrahl. Der daneben geht. Ciao, Gengar. Ich hasse Gengar. Auch wenn man sich hier noch nicht vor Spukbällen und sowas fürchten muss, aber Gengar ist schon in der ersten Generation ein richtig bösartiger Threat gewesen. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Nein, verdammt! Nicht angreifen! Los! Psychokinese! Oh, ist das das Ende? Nicht mein Akali! Nein! Das gibt Rache. Es gibt so dermaßen Rache. Das Problem ist, konntest du nicht auf 15 KP bleiben, hätten mein Geowurf jetzt ausgereicht. So ziehe ich mich leider dazu gezwungen, wirklich eine Attacke zu verwenden zu müssen, die eigentlich nicht wirklich Schaden macht. Die Pokémon schenken sich nichts. Was passiert jetzt? Ein schwacher Treffer. Boah, Dönerwelle. Das ist nicht toll. Nein, gar nicht toll. Der Trainer wechselt das Pokémon. Ich sehe was Böses kommen. Boah. Was nun? Ja, ein Treffer. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen?
Ich könnte es mit Metronom tryen, aber lieber nicht. Wer weiß, was da wieder rauskommt. Und jetzt kommt der Body Slam. Das hört's richtig. Und das Ding überlebt bei 9 KP. Ich hasse es nicht. Ich hasse das. Ich wusste doch, dass das Turnier mir jetzt in den Rücken fällt. Eben ab diesem Teil fällt es mir in den Rücken. Die Sache ist die, ich weiß jetzt nicht, ob Nidoking auf dem Level Pantimos ausspeedet. Ich will's auch nicht nachkalken, es hat nämlich keinen Sinn. Der Kampf geht weiter. Erdbeben. Das war eine Schwachstelle. Ja, schön gemacht, Nidoking. Nochmal richtig schön nachtreten. Nämlich eine Psychokinese werde ich nicht überleben. Jetzt heißt es alles oder nichts. Ausbieten wir oder werden wir gekillt? Wir werden gekillt. Ah. Komm schon, Nidoking, King, du hast volle KP, du hast volle KP, du schaffst das. One-Shot. Ich hasse das. Aus diesem Grund hasse ich Pikachu auch. Aber das sollte uns nicht aufstoßen. Wir haben noch Continuous und wir werden unsere Rache jetzt kriegen. Okay, wir triggern Pantimos gleich zum Anfang und gleich zum Anfang werden wir wahrscheinlich eine Donnerwelle kriegen. Ich möchte eigentlich gar nicht, dass man Akani paralysiert wird. Die Sache ist jetzt wieder Akani schneller als Pantimos. Akani schneller als Pantimos. Ach, probieren wir es einfach mal. Natürlich. Sie fauchen einander an. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was ist das? Deine Spezialattacke ist am Boden. Alter, die haben doch Scope-Linsen und Mini-Linsen und sonstige Scheiße alles. Kann mir einer erzählen, was er will? Die haben tausende von Linsen. Die Puma treffen immer. Ja, klar. Gott, ich hasse diesen Cup meistens. Jetzt weiß einer auch, wieso die erste Generation echt arschig ist. Die sind solche Wichser. Oh, ernsthaft jetzt. Natürlich, wir sind paralysiert, wir sind sau langsam, werden jetzt von der Psychokinese gefickt, obwohl wir ein Doppelteam drin haben. Auch noch immer schön nachgetreten kriegen hier. Und die Sache ist jetzt die, das Kokowai wird uns einfach instant kaputt machen, weil wir überhaupt nichts da wirklich gegen mehr haben.
Ich liebe den Pika Cup. Beide Seiten haben zwei Pokémon übrig. Beide Seiten? Ja. Mega Kick. Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer! Flammenwurf oder sowas vielleicht? Ein Eierbombenhagel. Ich muss jetzt sagen, mit Matschbomb oder so hätte ich jetzt echt keine Probleme damit gehabt. Da wir aber nur auf einen Giftstachel zurückgreifen können, sind wir sowieso wieder gerackt. Gott, wie ich das hasse. Ich krieg mein Revenge-Kill! Okay, versuchen wir andere Taktik. Zweite Hälfte des Turniers beginnt. Die Sache wird langsam spannend. Auf in die fünfte Runde! Okay, das Gengi-Geng wieder zum Start. Sie begeben sich in Kampfposition. Die erste Attacke. Mitten im Schwarz. Oh, erstmal voll fetten Crit. Ist klar, Spiel. Seht ihr, was für Arschlöcher die scheiß Computerplayer in der ersten Generation waren. Die man wieder nicht ausreicht, because of beschissene Sachen und Psychokinesen und... Ich hasse das. Jetzt. Die Attacke war nicht sehr effektiv. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Konfuzstrahl? Möglicherweise Nachtnebel? Noch besser. 15 Schaden oder mehr? Psychokinese. Pokémon wird die Arena betreten. Ring frei für Phantimon. Es muss jetzt einiges wettmachen. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon. Noch ist nichts entschieden. Oh ja, bitte triff! Was nun? Das hat geblättert. Nimm das, du Drecksding! Pokémon wird nun kämpfen. Ringfrei für Starmie. Beide Seiten haben 2 Pokémon übrig. Die Pokémon schenken sich nichts. Den Surfer zum Gruß. Das hat gesetzt.
Pokémon ist übrig. Wahrscheinlich wieder das dicke Schlurp. Ring frei für Enteron. Oh, es ist sogar Enteron. Jetzt ist das super. Zwei gegen ein Pokémon. Der Kampf geht weiter. Donnerblitz. Ja, ein Treffer! Ein sehr rasanter Kampf! Wie kommt denn das? Das war eine Schwachstelle! Wow, ja, manchmal muss man einfach nur noch die Taktik ändern, ne? Oh, furchtbar, ich habe nur noch eine Continue und jetzt kommen ausgerechnet die härtesten Threads. Boah, ich hasse diesen Trainer. Wo ich 100% sicher sein kann, was dabei ist, ist Porygon. 100%. Dann, was er gerne wieder mitnimmt, ist sein explodierendes Slimeuk und sein scheiß leckere Ball. Und ich weiß, was er jetzt macht, nämlich er wechselt. Nicht? Eine gewaltige Explosion. Ich hätte gerne ein Schutzschild. Ist das recht? Normalerweise wechselt er dann Porygon rein. Ja, das doofe Ding ist sowieso wieder schneller als ich. Oh, Mist. Das war so. Natürlich nicht. Natürlich ist es das. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Ein harter Treffer. Und eine volle Breitseite. Komm schon, Para! Was ist das? Das hat gesetzt. So nicht. Beide Pokémon sehen entschlossen. Nur dass meins entschlossen drauf geht. Wie kommt denn das? Das war äußerst effektiv. Wow, auf die Bretter! Nur noch ein Pokémon ist übrig. Diese Schmerzen. Oh, bitte reich aus, bitte reich aus, bitte reich aus. Ja, klar. Overbulk. Und ich werde jetzt gerackt von dem Donnerblitz. Donnerblitz. Eine sehr effektive Attacke.
Pokémon scheinen schwach. Also wenn das letzte Pokémon nicht ein Pokémon ist, was ich mit einer Attacke one-shotten kann, dann bin ich sowieso weg. Es hat sich Wacker geschlagen. Beide Trainer schicken ihr letztes Pokémon in die Arena. Ringfrei für Glutexo. Beide Seiten haben nur ich glaube nicht, dass ich das mit einem Server one-shotten kann. Alles oder nicht. Ich vertraue dir, Stami! Genau auf die Stadt. Das läuft mir zu langsam. Ja! Tut mir leid, Glutexo, aber es muss sein. Mann, der Pika-Cup fordert mir wieder die Nerven weg. Okay. Ich sehe die Sache schon dahinter. Nimm dich mit. Dann nehme ich dich mit. Und dann nehme ich noch dich mit. Mal gucken. Yep, perfekte Auswahl. Das ist das Halbfinale. Die Spannung ist unerträglich. Niemand möchte jetzt noch verlieren. Ah, sehr schön. Sehr guter Start für uns. So. Natürlich ein perfekter One-Shot auf Garados. Oder auch nicht, weil es wieder mit fucking 2 KP überlebt. Ein kraftvoller Angriff. Und wir erstmal voll fett 40 KP verlieren. Was zur Hölle? Sehr schön gemacht, Raichu. Schön nachtreten. Wir warten auf das nächste Pokémon. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Hi, Rizeros. I have a wonderful attack for you. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Den Körper zum Und überlebt es? Nein, wirklich nicht. Ich war mir ziemlich sicher, dass es überleben wird. So wie jedes eine Pokémon, das überall Attacken überlebt. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Boah. Es ist das Ekelfiech. Es ist das Ekelfiech. Der Kampf ist sehr einseitig. Wow, Volltrefferparalyse. Jetzt noch Para, bitte. Natürlich nicht. So nett war das Spiel jetzt ist auch nicht wieder zu mir. Ein guter Treffer. Oh, ist das Ende? Hätten wir wenigstens noch ein Continue, aber ich möchte Nidoking jetzt auch mal einen Kill gönnen. Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Die Luft brennt vor Spannung. Doppelkick. Genau auf die Schwachstelle. Es ist am Boden. Oi, jetzt kommt die größte Herausforderung, weil der Endboss, der ist... Oh, der ist so scheiße schwer. Was erwartet nämlich nicht nur ein Level 20 Simsala. Wir haben eine Continue. Wir können es also einmal erlauben, Scheiße zu bauen. Oder wir machen es einfach von Anfang an richtig und besiegen ihn gleich. Okay. Hm.
Weil ich weiß, wie er tickt, pick ich meine Mons. Dann nehme ich noch dich mit. Und jetzt brauche ich noch... Also ist die Scheiße, ich würde am liebsten auch gerne noch Arcani mitnehmen, weil mit Arcani haben wir einen super physischen Threat, aber es hilft nichts. Es ist soweit, das Finale! In Kürze dürfen wir einen glorreichen neuen Champion feiern! Mach auch mal, das war mir klar. Natürlich bleibt er nicht drinne. Ich kenne das nämlich von ihm schon. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Entweder geht die jetzt direkt auf sein eigenes Dummy. Oder auf das im Sala. Und damit das klar war, gehen wir jetzt direkt für den Surfer. Natürlich ist mein Problem jetzt einfach an der Sache, dieses Simsala ist fucking bulky und außerdem noch schneller als ich. Ja, Volltreffer, Spezialangriffsdrop, ich pack's nicht. Das ist so scheiße. Jetzt muss ich Nidoking opfern, damit ich Raichu sicher reinwechseln kann, weil ich es mir nicht erlauben kann, Starmie zu verlieren. Psychokinese. Mich die einzige Sache ist jetzt die, damit ich gewinnen kann, ist die erste Sache ist, muss ich Simsala paralysieren und dann wirklich darauf hoffen, dass ich es wegkriege und nicht weggekrettet werde. Das ist doch so albern. Wieso ist das so fett bulky? Ein guter Treffer. Wow, auf die Bretter. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Das letzte Pokémon betritt den Ring. Jetzt heißt es. Okay, wir haben es verloren. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Den Surfer zum Gruße. Weil es den Surfer auch wieder tankt, was ja normal ist, weil dieses Scheißvieh sämtliche Attacken tankt, die man drauf hat. Was ist das? Das war ein Wunderpunkt. Es ist am Boden. Okay, wir schaffen das. Ich weiß, was wir das können. Wir schaffen das. So, wir nehmen die gleiche Aufstellung wieder mit.
soweit, das Finale. In Kürze wird sich einen glorreichen neuen Champion feiern. Okay, Kangama zum Anfang, das ist mir nicht geheuer. Sie begeben sich in Kampfposition. Womit wird es beginnen? Was versucht er denn jetzt schon wieder zu machen? Oh, das wird wehtun. Wie wird die Gegenseite reagieren? Sein beschissenes Simsalade bestimmt auch wieder mit dabei. Was ist das? Mitten ins Schwarze. Und das war's. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Okay, sein eigenes Starmie kommt in den Ring. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon. Noch ist nichts entschieden. Ein kraftvoller Angriff. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Hier ist der Angriff. Genau auf die Schwachstelle. Oh Leute, wir geben jetzt nicht auf. Ich will den bluten sehen. Ach, schon 2 Viecher weg und jetzt kommt wahrscheinlich dieses beschissene Simsala wieder, das mir einfach den Stinkefinger ins Gesicht hält und sagt, nee, ich werde dich jetzt kaputt gehen. Ja, ich bin der Simsala und mach dich kaputt. Ich hasse Simsala. 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Psychokinese. Ja, ein Treffer. Oh, ist das das Ende? Okay, altbekannte Taktik. Wir paralysieren es, greifen es an und hoffen darauf, dass Nidoking es regelrecht wegrotzt. Weil ich hab echt genug von diesem Drecksding. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Die Luft brennt vor Spannung. Ein harter Treffer. Dampfmacher. Es ist Donnerwelle ein. Oh, es ist paralysiert. Weil, wie gesagt, es ist so extrem mit der Spätz in der ersten Generation. Das ist einfach Simsala. Wenn man da keine physischen Attacken dabei hat, kann man Simsala nicht wirklich Schaden anrichten. Und natürlich kommt es durch die Paralyse, ist ja normal. Ist ja CP-Spieler. Kriegt ja noch einen Critical Hit. Kommt wahrscheinlich auch durch die Paralyse durch, wenn wir mit Nidoking drin sind. Nidoking kann es nicht one-shotten. Und dann tut er wieder so fett in sich reingrinsen. Ach, ich hasse diesen Kerl. Nido, ich würde dich lieben für einen Volltreffer. Ich liebe dich generell, aber ich würde dich sehr für einen Volltreffer lieben. Nun heißt es alles oder nichts. Ein kraftvoller Angriff. Para. Natürlich nicht. Ein harter Treffer. Diese alten Cheater. Ich sag's doch. Ich hasse die. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn er Samashtubai dabei gehabt hätte. Hätte ich nämlich gleich auswechseln können, weil er Samashtubai generell ausgewechselt hätte. Dann wäre ich nämlich auf Raichu, obwohl, so wie wir die CPU von der Gen 1 kennen, würde sie erst handeln, wenn ich auswechseln. Dann würde wahrscheinlich Samashtubai einfach mit einem Erdbeben kommen und meinen Raichu ficken. Ja, Leute, ich hoffe trotzdem, euch hat dieses kleine Special gefallen. Auch wenn der letzte Endgegner uns regelrecht durch den Fußboden gezogen hat.
Naja, ich glaube, das ist die Rache dafür, dass ich ihn vor einigen Tagen erstmal selber wieder über den Fußboden geschliffen habe. Ja, ich freue mich, dass dieses kleine 80-Abo-Special nicht allzu schlimm ausgegangen ist und wir nicht von Anfang an wegrasiert wurden. Und ich hoffe, ich sehe euch auch bei wieder anderen Projektparts von mir wieder. Bis dahin würde ich sagen, ciao, Leute!